Danke, Opa. Vielen Dank, Annelies, aber natürlich auch vielen Dank auch an unsere Tänzer. Wirklich, wunderschön. Danke. Ach, ihr beiden. Ja, du bringst die Leute immer zum Weinen, aber das machst du verdammt gut, muss man einfach sagen. Elise, ganz, ganz toll. Und man muss sich, Vorsicht, nicht stolpern, bitte. Man muss sich auch erstmal an Herbert Grönemeyer rantrauen. Ne? Das ist ja so ein wirklich so ein Song. Übrigens an dieser Stelle, ich weiß, der verfolgt unsere Sendung. Schöne Grüße. Ich glaube, der ist damit auch ganz zufrieden. Smudo, brauchst du ein Taschentuch? Nee, danke. Ich muss an die Treppen nicht runtergehen. Ich kann durch die Tränen gut genug gucken. Oh. Und ich bin froh, dass wir Ausdruckstanz auf der Bühne hatten. Der hat mich dann zwischendurch getröstet. Das freut mich. Das haben wir extra für dich gemacht. Ja, aber wirklich. Also du hast ja wirklich eine ganz eigene Art zu singen und das ist immer das, was die Coaches suchen, oder Vincent? Also das ist doch in dem Alter wirklich, dass die bei uns gut singen, die Kids, das haben wir öfter, aber diesen ganz eigenen Style haben wir nicht so oft. Genau, nach dem eigenen Style ist es ja super wichtig immer, dass wir sagen, legt bitte Gefühle in den Songs, denkt euch eure eigene Geschichte dazu aus, die ihr in dem Song, mit dem Song verbinden möchtet und ich glaube, das war gerade die perfekte Art, die perfekte Version davon, sein eigenes Gefühl, seine eigene Geschichte in diesen Song zu bringen. Denn mehr als das Gefühl, was du gerade auf die Bühne gebracht hast, kann man nicht geben. Und es ist nicht dein eigener Song, aber du hast es in deinem ganz eigenen gemacht und da dein Gefühl reingelegt, deine Geschichte reingelegt. Und ich glaube, das hat hoffentlich jeden zu Hause genauso getroffen wie uns hier im Studio. Also tausend Dank für das schöne Stück Musik.